in unserer Sitzung. Also sind ja nicht klar, wie da rein. Reporter ohne Grenzen hat immer sehr stark kritisiert an den verschiedenen Referentenentwürfen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass es sogenannte Inhaltefilter geben sollte, also algorithmisch gesteuerte Filter, die Posts durchsuchen sollen nach fragwürdigen Begriffen. Und das wäre immer ein Problem gewesen, weil Algorithmen sind eben nicht so sensibel, dass sie am Ende meinungsäußerungsrechtliche Delikte hätten filtern können. Das ist ein riesiger Fortschritt, mehr als wir erwartet haben. Was Reporter ohne Grenzen sehr stark kritisiert hat und auch an dem neuen Gesetzentwurf weiter kritisiert, ist, dass wir sehr starke Löschfristen haben werden und weiterhin die Unternehmen innerhalb von 24 Stunden löschen müssen. Was Reporter ohne Grenzen auch immer wieder befürwortet hat, und das ist gut, dass das in dem Gesetz drin ist, ist, dass es künftig Zustellungsbevollmächtigte geben wird. Das heißt, die Staatsanwaltschaften wissen künftig, an wen sie die Beschwerdebriefe schicken können, und das war bislang immer sehr unklar.